Hallo, mein Name ist Rolf und ihr schaut Red Carpet Fashion TV. Voilà! Wenn Leute sich anziehen, ist ein Statement. Du siehst in den Leuten, ob sie kreativ sind, ob sie Geld haben, ob sie mit wenig Geld auch kreativ sein sollen. Also Kleider machen Leute, das heißt, es ist wirklich, weil das Erste, was du siehst, ist das Gesicht, dann irgendwelche bestimmten Körperteile wie Brüste oder irgendwas anderes. Und dann natürlich guckst du sofort, wie ist der angezogen, und du kannst die Leute wirklich bewerten nach dem, was sie auch anziehen. Also ich bin kein Spezialist von der Musikszene, also Musik und Mode gehört absolut zusammen. Denn wenn irgendein Musikstar irgendwas anzieht, dann ist das sofort Top-Hit bei den Verkäufen. Also die Mode hat sich ja in den letzten 15 Jahren sowas von geändert. Erstmal wird sie digitaler. Zu überleben für junge Kreateure in der Mode ist super hart, weil... Die ganze Mode wird von Riesenhäusern wie Louis Vuitton und Gruppen wirklich haben die in der Hand die Mode. Also ist sehr, sehr schwierig. Es hat nichts mehr zu tun wie 1980, 70, wo ein Jean-Paul Gaultier ein Riesendesigner wird. Also da könnte ich jetzt aber stundenlang drüber reden. Es muss ganz toller Marketing gemacht werden, auch junge Marken. Es muss viel Geld investiert haben. Dieser junge Designer, der dann irgendwie mal ganz top wird, da glaube ich jetzt auch nicht drauf, wenn der nicht richtig vermarktet wird.